Hallo, wundervolles und geschätztes Wesen. Danke, dass du da bist. Deutsch folgt nach Englisch. Hello, wonderful and appreciated being. Thank you very much for being here. I'd like to take this video here in this wonderful environment. And please take part of it or be part of it. The time we are in is loud, and it will get louder. And there will be news that we might not like. It will probably peak up and peak up and peak up. And what we should do is say, thank you. We have been in this transformation for so long, but now we're really going into it. We are really going into that change, and I say thank you. Finally, we can do it. Finally, we can take action, and these actions are really making a difference. So welcome all these news that sadden you at the beginning, that make you worried at the beginning. Take them in and say thank you very much. Now I can make a difference. I can be strong now. Keisha, little grandmother, kept saying, we are the strongest of the strong. And it used to be the mantra for me. I went through very difficult times the last years. And I kept saying, we are the strongest of the strong. And now we really, really, really are called to be the strongest of the strong. Make the change that we want to see in the world. And in the book of Hermine, they always talk about we're growing into the paradise, we're growing into a wonderful world, and it is for us to make that change now. It's for us to take action. It's for us to do what we want to see. And every single one of us is responsible for that change. So one thing, the only thing I want to give along today is welcome the bad news, which are good news behind. Behind it is the good news. We may just not see it at the moment, but take them in, say thank you. Have a look. What can I do about it? For example, if you can't go out or if you're not allowed to go out, then enjoy the time that you're having inside or in your garden. Maybe we find new ways to live with that. If you may not be able to go buy groceries, be inventive or creative with what you're having at home. And cook something with what you're having at home, or maybe even get used to eat less. I tell you something, the more you are online, the more you meditate, the more you are aware, the less you need food, as we know food or nourishment at the moment, like fruits, like vitamins, minerals, proteins. We won't need that anymore in the future anyway. So why not start to get used to it now? Let's take it as a chance. So I wish you good practicing, and always keep in mind, we're growing into paradise. Thank you very much and see you next time. Bye bye. Ja, ich bin hier in einem wundervollen Umfeld, da wo wir auch nächste Woche sein werden, um die Hermine, das Buch der Hermine einzuweihen. Und ich möchte euch teilhaben lassen an diesem wundervollen Ort. Wir werden überschwemmt mit vielen Nachrichten, viele mehr und mehr und mehr, und es ist immer wieder die Spitze, die Spitze, die Spitze. Und was ich mitgeben möchte, ist,
lassen wir diese Nachrichten zu uns kommen und sagen, danke, dass ihr jetzt da seid. Danke, dass dies jetzt alles geschieht. Wir haben so lange an dieser Transformation gearbeitet. Wir sind schon so lange in dieser Transformation drin. Aber jetzt, jetzt sind wir sowas von gefordert, aufzuwachen. Und sowas von... Wir haben so eine Riesenchance, jetzt aufzuwachen und die Dinge zu verändern. Es ist so wichtig, dass mit all den Nachrichten, die jetzt zu uns kommen, dass wir sie willkommen heißen und sagen, danke, dass du da bist, ich umarme dich und ich schaue, was ich damit machen kann. Ins Positive transformieren, bei mir etwas zu verändern, in meinem Verhalten, wie ich umgehe mit den News, wie ich umgehe mit mir selbst, wie ich umgehe mit meinem Umfeld. Jetzt haben wir so große Chancen, etwas zu verändern. Und wenn wir auf oder wenn irgendjemand aufgerufen ist, zu Hause zu bleiben oder was auch immer wir gefordert sind zu tun, lassen wir es von der positiven Seite sehen und lassen wir zum Beispiel, wenn wir zu Hause bleiben, sagen, okay, und jetzt, was kann ich mit dieser Zeit tun? Oder ich kann in den Garten gehen und dort was Schönes unternehmen. Und was wir auch können, wenn wir zum Beispiel nicht mehr einkaufen dürfen, mit dem kreativ zu sein, was wir zu Hause haben, was Feines kochen. Und es gibt uns auch die Chance, vielleicht zu üben, wie wir mit weniger Essen auskommen. Weil wir wachsen ja jetzt ins Paradies, in der Hermine, in diesem Buch Hermine empfängt globale Botschaften, spricht es immer wieder vom Paradies und ich bin so überzeugt, dass das stimmt. Wir wachsen ins Paradies und in dem Paradies brauchen wir keine Nahrung mehr, so wie wir das heute kennen. Und wir können ja jetzt schon uns daran gewöhnen, weniger Kohlenhydrate, weniger Proteine, weniger Vitamine, weniger Mineralien, weil auf diese Weise werden wir sowieso nicht mehr brauchen. Also gute Chance jetzt, da reinzuwachsen. Ich wünsche euch gutes Üben, ich wünsche euch positives Vorankommen und dankend alles in Empfang zu nehmen, was jetzt kommt, auch wenn es im ersten Moment schwierig aussehen mag, auch wenn es im Moment uns betrifft, auch wenn wirklich große Chancen oder große Veränderungen uns entgegenstehen. Lassen wir sie zu uns kommen, sie ins Positive bringen, transformieren, von positiven Seiten sehen und so tragen wir viel, jeder einzelne von uns, dazu bei, ins Paradies zu wachsen. Ich freue mich so sehr und danke, dass du Teil davon bist. Tschüss!